Ich gehe da mal nach unten und guck mal nach. Was soll ich mit den... Achso, hier kommen wir mit runter. Dann kann ich nicht mal zeigen, wo die Tür ist. Mal her. Was sollst du mit den, mit den anderen Eggs machen? Entweder Mayo draus oder verkaufen. Mhm. Verdammt, wo ist Vani? Okay, ich muss gleich ins Gewächshaus. Ich hasse es, wenn sie nicht in dem Shop sind. Immer googeln müssen, wo sie dann sind. War hier eigentlich schon immer dieser Riesenbaum? Der ist mir nie aufgefallen. Nee. Ist auch neu. Ist auch neu. Oh, ich habe ein Event. Ich mal was mit Layer. Ah, oh. Nice. Hä, hattest du das Event nicht schon? Mani überprüft das. Nee, wir hatten ganz andere Events. Einmal war irgendwer, der, glaube ich, wen gehauen hat und so. Ach, jetzt ist Roll da. Dreh nächste Mal. Leia, how much longer will this be? Achso, jetzt fragt sie, wie lange wir hier malen. My knees are quivering, my thighs are whimpering, and I've lost all sensations in my foot. Ach, wir malen sie, jetzt habe ich das gecheckt. Wir malen Mani. Deswegen ist man. Ach, und ich kann jetzt was auswählen. Classic Country Portrait, Colorful Retro Pop Art oder Minimalist Modern. Ich mach mal Colorful Retro Pop Art. Good idea, that sounds fun. Wo ist denn hier die Höhle? Oder wollen wir da mit Janice hin? Ja, ich warte auf Janice noch. That's a masterpiece. I'm trying my best. It looked like chicken scratch. So. Make me look good. Ich wette, das Bild von mir sieht bestimmt richtig scheiße aus, weil der Typ macht doch überhaupt nichts mit Kunst. Bei ihr ist ja was anderes. So eine Strichfigur einfach. Wie bei dich noch ein. So, sie ist jetzt fertig? No. What do you think? Voll cute. Oh! Und gleich sieht man mein Bild, wetten. I love it. That's going up in my room. Ja, jetzt kommt mein Bild. Pass mal auf. Let's see what Janice have. Oh oh. Scheiße. Ja, sie erschreckt sich schon. Also Lea erschreckt sich schon. Na, was kommt? It's interesting. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ganz nett. It's different kind of approach, for sure. Und Mani kommt jetzt an. Let me see. Ist sie auch noch dahinter? Fragezeichen. Ja, sieht aus wie sonst was. Wie so ein Zombie. Scheiße. Das war so klar. Why don't you go ahead and keep yours? It might be nice to you. Ach so. Ja, sie sagt jetzt, ich kann es behalten, weil es ja so schön aussieht. Ah, my first painting. Ich darf es behalten. Das ist jetzt übelste, krucklige Zeichnung von Mani. Kann ich euch später mal zeigen. So, ich bin jetzt unten. Lauf weiter runter zum Fluss. Jo. Aha. Ah. Meister der fünf Arten. Drei von fünf. Und wenn ihr noch weiter runterkommt, müsst ihr die fette Katze sitzen. Ja, Waschbär oder was auch immer. Ein Bär ist das doch, oder nicht? Der möchte ein Supermeal haben. Ist das nicht ein Bär? Krass. Das ist kein Bär, guck doch mal einen Schwanz. Ein Bär hat doch keinen Schwanz. Touché. Ist eine Katze oder ein Waschbär? Ein Waschbär wahrscheinlich, ne? Ja. Stimmt, der Schwanz sieht wirklich ein bisschen sass aus. Übelst die Kloake hier. Also ich laufe euch mal hinterher, der aber hier Tümpel. Ist noch nichts Neues, oder? Nö. Okay. Ja, warte, dann kann man ja hier auch raus, ne? Ja. Wizard-Katalog? Hä? Kaufen? Mhm. 150k, nee, danke. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen teuer. Ist Mani vielleicht wieder da? Ja, für Katalog, hier für Möbel im Zauberer-Style. Das ist, weiß nicht, muss ja jetzt nicht. Was? Ich muss das Mani-Bild erstmal gleich aufhängen. Natürlich muss das, Raymond. Wir haben doch erstmal schöne Butzen, so wie sie sind, oder nicht? Mm-mm. Oh, ich habe ein Event mit Gas.
Boah, dieses Bild ist so hässlich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt aufhänge. Scheiße. Aber ja, wo ist denn das? Ja, warte, ich bin gerade in meiner Hütte. Ja, ich bin da auch. Ich überlege echt, ob ich es irgendwo aufhänge. Hey, wo bist du denn? Achso. Echt, du bist bei mir? Nee. Ich bin grad, der bin ich ja gerade... Nee, ah. Das war Ilaf. Okay. Ja, warte mal, ich hänge das mal bei mir irgendwo auf. Ich weiß nicht wo, wahrscheinlich da beim Hobby-Ding. Weil es ja auch von Leas Malerei ist. So, warte. Na, wo ist es? Da. Ist gar kein Platz da. Ach, kann man hier nicht aufhängen an dem Ding. Ich häng's über den Kamin. Jetzt habe ich es hinter den Kamin gehängt. Oh nein. Ja, übelst gefällt. So, warte. Den Kamin ja verschieben. Hä? Man kann es nicht davor... Ja, aber den Terminkalender kannst du... Ja, nee, man kann es auch wieder nehmen. Ah ja, das geht auch nicht. Okay, das ist Mani. Einfach überhaupt nicht getroffen. Einfach scheiße aus. Ja. Danke. Ja, ich pack's auch wieder weg, glaube ich. Schade, dass man das andere Bild nicht behalten konnte. Das sah wenigstens geil aus. Von ihr das. Von Lea. Ich häng's hinter den Kühlschrank. Stimmt, das hätte sie dir halt nicht mal schenken können. Dreist. Nee, das hat sie ja dann Mani gegeben und Mani meinte, meins sieht so schön aus oder so ungewöhnlich, das soll ich doch gerne behalten. Ich häng das ins Kinderzimmer, es ist total gruselig, aber ich mach's. Das sieht richtig crazy aus. Weißt du, so richtig mit Sternenhimmel-Tapete und dann so Lichtern an der Wand und dann einfach so ein Creep-Bild. Ja. Sieht richtig crazy aus richtig jetzt. Richtig unangenehm beleuchtet auch so von unten oder irgendwie so. Ja. Das Kind schön. Der Horrorclown. Sieht wirklich aus wie ein Horrorclown einfach. So. Und dann noch so eine Spieluhr nachts. Ja, warte, ich muss mir auch mal angucken. Welches Haus ist deins? Das neben deinem. Okay. Aber du hast das Bild auch wieder abgehängt, oder nicht? Nee, ich hab's jetzt ins Kinderzimmer gehängt. Ach ja, hast du erzählt, stimmt. Hier, komm mit, Ryman. Ja, sofort, sofort, sofort. Ich nehme noch ein bisschen Espresso hier raus. Ach, dieser Blick so zur Seite. Krank aus. Der schiefe Blick. Ja. Ketschling! Und dieses lange oh, zum mein Gesicht Gott, auch. Junge. So ein Dreieck. Sieht einfach aus wie S oder so. Holy shit. Das ist creepy, ey. Gute Nacht, mein Schatz. Ich kann Ilaf ja nächstes Mal nochmal raten, wer das sein soll auf dem Bild. Ja. Man erkennt es einfach nicht. Die Menschen, sie kreatzen Rätsel beim ersten recht richtig, Junge. Alter, das ist ja krass. Ich würde es so lustig finden. Ja, ja, I'm safe. So, sehr gut. Das wäre viel zu krank. Ja, was machen wir denn? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie fahren wir denn am effizientesten für dich die Notes? Gehen wir in die normale mal ein? Gehen nee, ich wir in den Kahn und zusammen dadurch ackern? Ach so. Weil dann haben wir Schaden. Ich weiß nicht, auf der Tropical Insel kriegst du doch immer diese anderen Notes. Ich weiß nicht, ob dann die richtige Secret Note da ist. Du hast recht. Genau. Du hast recht, ja. Nee, dann müssen wir in die normale mal ein. Ich guck mal, was wir gerade brauchen. Eisen. Das hatte ich halt vorhin schon auch. Komm auch mit in die normale mine. Ich muss noch Mining Gold. Und Fighten leveln. Wir brauchen Gold. Aber auch jo, Eisen. Jo, gut. Aber Gold ist eigentlich immer am besten. Geht dann schon mal random. Das sind Level 80, Level 100. Was war das? Ich springe ins Bett und dann gucke ich mal nebenbei. Ab 80 spawnt Gold, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das mit den Goldclustern war. Irgendwer ist noch nicht im Bett. Ich bin im Bett. Paul, hat es geklappt bei dir? Achso, ich habe nicht auf Ja gedrückt. Ja, du hast nicht bestätigt. Gut. Ah, ja, lucky. Moment. Ab Level 80 ist Gold. Ah, okay. Auch die Clusterfaris dann schon, oder? Das weiß ich nicht genau. Das kann ich hier irgendwie nicht lesen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ab einem bestimmten Level, ich glaube Level 100, gibt es, glaube ich, die Cluster. Aber ist ja sowieso egal, weil dann, wir suchen ja auch die großen Steine. Und wenn wir zu dritt oder, ne, wir gehen ja gleich zu dritt in die Mine, da rushen wir so schnell durch.
Können wir uns sogar theoretisch aufteilen? Einer geht 80, einer 85, ja. Einer 90 irgendwie so. Und dann, ne? Ja. Ist, glaube ich, effizienter. Das ist auch effektiver, weil das geht so schnell, genau. Und die ganzen kleinen Steine sind ja eh Wayne und die Gegner auch. Und ja. Eben, da würden wir uns so sinnlos die ganze Zeit im Weg stehen. Also zu dritt auf einen Stein hauen. Das können wir uns dann auch sparen. Geil. Wenn wir die Walnuts alle haben, dann können wir ja in diesen geheimen Walnut-Raum. Und dann beginnt ja das Late-Game mit Mine auf Hard-Mode setzen und so ein Kram. Genau, da das Skycap wird when invaded. Im Dangerous State. Radioaktives Erz. Und dann gibt es so Uran oder irgendwas. Okay. Aber wo das geht aber auch mit der normalen Mine. Du kannst auch auf Hard-Mode setzen. Dann findest du da Iridium und so. Oh, geil. Beim Stein abbauen ist die Wahrscheinlichkeit unter 1%. Von Monstern ist 3,3%. Von Gras ist 0,9%. Von Baumfällen, jeder Axtschlag ist 0,5%. Ja, toll. Ja, dann macht es ja eigentlich Sinn, sich eine schlechte Axt zu nehmen. Ja, habe ich auch gerade überlegt, ne? Ah, hier steht's, Resource Clump. Also diese großen Stümpfe, diese großen umgekippten Baumstämme, die Meteoriten oder diese großen Felsen. Die geben zu 5% eine Secret Note. Das ist eigentlich das Beste. Also das ist die effektivste Art zu farmen, glaube ich. Also jeden Tag einmal in Secret Wood gehen, weil da hast du 25%ige Chance, dass du eine kriegst. Jein. What? Weil du rechnest ja nicht plus. Ich weiß, du rechnest nicht 5x5%, ja. Genau. Du rechnest ja nicht zusammen. Genau, du musst ja, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht kriegst, multiplizieren. Aber es sind fast 25%. Es sind dann, glaube ich, irgendwie 22-1 oder so. Aber auf jeden Fall ein Fünftel ungefähr Chance. Also hast du recht. Wenn ich den Baum da in dem Forest oder bei was? Ja, da gibt es 5 Baumstümpfe. Also drei oben, 2 unten und dann. Genau, all diese Sachen, die 2x2 Blöcke groß sind. Und ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, Raymond, aber hier diese Kürbisse und Melonen, die geben immer eine Secret Note. Die großen. Ja, habe ich gehört. Aber bringt ja nichts, weil das können wir ja nicht beeinflussen. Okay, weiter. 10. Tag im Sommer. Din, 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 din. Meryl! So, dann nochmal zu meinem Mage. Ding, 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 ding. So. Nochmal durchgeknuddelt. Und dann frisch ans Werk. Ich habe sogar noch den ganzen Stuff von der Skull Mine im Inventar. Ach, morgen ist das Luau am Strand. Wollen wir da hin? Oder durchgeschissen? Ja, würde ich sagen. Doch, lass da hin und was Geiles in die Suppe schmeißen, weil dann kriegen wir von allen Bewohnern Herzen. Ach ja. Vielleicht Fliegenpilze oder so, das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Baby-Ex ist geschlüpft. Oh, mein Inventory ist voll. Fuck. Den nenne ich Petri. Keine Ahnung, wie man den schreibt. Ich schreibe ihn einfach Petri. So. Zack. Ja, und hier dauert's noch. So, ich wäre dann ready. Also ab in die Mine, oder was geht mit euch? Oder seid ihr schon unterwegs? Na, können wir gleich. Ich mache noch die Tierchen fertig. Ja, ich mache noch kurz das Gewächshaus. Dann schmeiße ich nochmal Iridium an. Na. Hey, das mit den Schleims ist auch nervig. Die hängen jetzt alle in der Tür, ey. Boah, aber wie viele? Das ist ja viel, viel mehr geworden. Nice. Aber die Lilan, die dünne ich jetzt wirklich mal langsam aus, weil jetzt reicht's. Irgendwann reicht's dann auch mal. Dann reicht's. Ja, theoretisch kannst du die ganz ausmerzen, ne? Wenn wir mehr als einen Tiger-Slime haben, haben wir ja. Oder? Ja, hast du ja gesagt. Ja, wir haben
Wir haben 5 Stück. Du kannst auch helfen gerne. Ja. Ich glaube, ich gehe mal gleich kurz raus, weil. Ach so, warte, ich würde das. Warte, ich komme gleich hin. Ich muss kurz essen. Für meinen Fighting Skill. Stimmt, warte, ich guck mal, wie mein Fighting Skill ist. Weil, wenn mein Fighting Skill auf 10 ist, brauche ich es ja nicht. Du bist schon auf 10, weil du hast Crit. Crit Instinct. Meiner ist auf 9. Stimmt. Ja, dann lass uns das machen, James. Also, ja, dann macht ihr das. Gut, hast recht, das macht. Ich bin schon drin. Ich euch die Erfahrung klau. Dann guck ich mal ansonsten, was hier sonst noch so gibt. Was ist schon mal den Pilzen? Dann mache ich das mal. Ja, war ich. Ich habe auch die Viecher und alles schon. Ah, perfekt. Die landen down. Ja, jetzt ist geil. Jetzt sind es noch die Tigers. Ja. Alter, aber die haben mich fast gekillt, Junge. Ich bin Hälfte Leben. Ja. Echt krass stark, ja. Die Lilanen sind not bad. Was? Ich dachte... Deswegen, das Geilste ist, wenn wir mal diesen Ring kriegen. Ja. Den Ring kriegt man, wenn man genug Slime kriegt. Den Ring kriegen, einen Schleimring. Ja. Ja, das kommt ja irgendwann dann. Genau. Zwangsläufig. Also ich weiß nicht genau, wie viele man töten musste. Ich glaube, das sieht man bei der Abenteurer-Gilde. Und ich schmeiß mir auch was rein, weil ich habe auch gerade schon ein Damage gekriegt. Zack. Gut. Auch Knast. Ich bin ready. Let's go. Ready. Ja, ach, geht schon mal vor einfach. Ja. Ich komme gleich nach. Ich packe noch ein paar Sachen weg. Und, ja. Fällt mir auch gerade ein. Es ist ja die Low-Mine. Nee. Genau. Hopp mal ran. Du gehst 80, ich gehe 85. Dann gehe ich. Ja, mach mal. 80, 85, dann mache ich 90. Nee, ihr geht ja dann eh weiter, ne? Ja, nee, du gehst 90. Ist schon richtig. Und dann die großen Felsen und Gold. Und alles andere ist Wayne. Ja, ich ernte auch so ein bisschen für generell Skill. Ja, stimmt, weil mein Skill muss ja noch hoch. Ich glaube, meiner war oben. Jo, ich brauche nur noch Sammeln und Fischen. Oh, Fischen habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Ich brauche Sammeln, Fischen und einen noch bei Combat. Ja, warte mal. Bei Sammeln bin ich bei auf 8 und Fischen, dann bin ich erst auf 4, ey. Oh, nö. Brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht machen. Nur für die Tür. Genau. Dann wir auch wissen, was ja, es gibt hinter der Tür ist. Wo du alle, du alles auf 10 haben für diese Tür. Ah, ich euch gezeigt habe, da im Wald. Dafür, okay. Ja, das hätte ich ja natürlich auch ganz gern. Aber der Buchhändler ist ja eventuell. Ach ja, der stimmt, du hast recht. Aber der ist bestimmt arschteuer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das denke ich auch. Der braucht entweder richtig viel Geld oder irgendeine richtig seltene Ressource. Aber seltene Ressourcen wären gut, wären besser für uns. Weil zum Beispiel sowas wie prismatische Scherben haben wir mittlerweile. Das wäre natürlich geil, wenn er das als Zahlungsmittel benutzt. Wir werden sehen. Könntest du natürlich jetzt spoilern lassen, aber... Wir freuen uns. Was wird? Der tote Blick von ihm ist das Geilste. Dieser leere Blick. Tote Blick. Was wird? Er guckt so übelst leer. Vom Leben. Hä? Ich hab nicht einen dicken Stein gefunden. Ja, ich auch nicht. Hab schon 3, aber leider keine No. Ich war mir so sicher, dass du die schon hattest, verdammt. Ich dachte, wir hätten das Secret No-Thema endlich abgehakt. Ja, wir hatten oft dieses Secret Note Thema und wir hatten es auch ziemlich oft abgehakt, aber zuletzt nicht. Ja. Es gibt ja immer wieder irgendwas. Ja, vor allem, dass man Secret Notes mehrfach findet, ist so bescheuert. Also, dass du. Ja. Ne, dass du diese sozusagen nur. Du kannst theoretisch 100 Mal. Hast. So oder so, ne? Aber. Ja, das wäre besser eigentlich. Weißt. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Ja, du kannst 100 Mal die Secret Note 1 finden und nichts anderes. Ja. Die Wahrscheinlichkeit wäre schon sehr gering, aber es wäre möglich. Ich glaube, du findest immer eine neue. Nee. Sonst hätten wir schon längst. Nee, man findet die auch doppelt. Sonst hätten wir schon längst alle voll. Auch bei Ilaf war das immer das Problem. Die hat immer die gefunden, die sie schon hatte.
Stimmt. Hier sind große Felsen, na also. Alter, ich bin gerade in so einer Höhle, hier sind nur Skulls. Was? Richtig crazy. Alter, die kann man auch gar nicht alle fisten so schnell. Weg hier. So, hier noch. Grünzeug. Das Grünzeug auch immer mitnehmen, ne? Da könnten auch Secret Snows drin sein. Auf die Fasern können wir gebrauchen für die Totems. Fasern. Oh, verdammt, auch keine einzige Secret Note gefunden. Soll ich hier eine Treppe wasten oder eine Bombe? Bombe ist wertloser, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Wie gesagt, die Treppen kriegen wir über Jade. So, wo seid ihr? Ich bin bei 90. Ist eigentlich auch nicht viel wert, ne? Ist jemand 96. Bis bei 96. 84. Dann gehe ich zu 100.